Hallo meine lieben kleinen Jabraus draußen, heute geht's wieder weiter mit einer neuen Folge von South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. Und wo sind wir das letzte Mal stehen geblieben? Hier bei Butters. Ach ja, stimmt. Oh, ich hab's gerade vergessen. Wie ihr sehen könnt, habe ich mich auch wieder umentschieden, was unser Aussehen angeht. Finde ich ziemlich nice. Was haben wir denn hier eigentlich nochmal so? Was will ich mal gucken? Stimmt, hier war ja noch ein bisschen was. Ah! Muss es wieder erleben. Ah, halt. Wir brauchen den hier. Ich muss es wieder erleben. Mann. Weißt du, also der Kompressor, der war ja schon alles so eine Sache. Also nicht als Kompressor zu verwenden. Pass. Wow, eigentlich habe ich hier drin nichts zu suchen. Hier, kleiner Latei. Was will man dazu sagen? Bitte. Was soll man dazu sagen? Oh Gott, so fang ich mir sicher aus, Rest ein. Okay, ich mach ne Fliege, ciao! So. Scheiße. Was ist hier drin? Ja. Scheiße. Scheiße. Ja gut, wir wollen es nicht wissen. Okay? Wir vergessen dieses Bild ganz schnell wieder. Ich hab nochmal ein kleines Artefakt gefunden. Hier, das hier. Ja, nee. Hier würde es mir vielleicht etwas bringen. Da bringt mir nicht sonderlich viel. Oder mein kleiner Donner-Buddy hat auch schon wieder Angst. Ach Leute. Oh, mein Hund ist einfach. Was soll man dazu sagen? Muss ich vorstellen, so vor einem riesigen Kampfhund hatte die größte Fresse dieser Erde. Ja. Halt die an Furzen? Bist du nicht Hausarrest? Du musst wirklich aufhören, so frech zu Erwachsenen zu sein. Willst du lebenslangen Hausarrest? Ah. Das könnte ich arrangieren. Schnauze! Hey, Butters Vater hat dir gesagt, dass du die... jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Egal! Aber das ist unmöglich! Ich hab dir Hausarrest erteilt! Wie kannst du da jetzt hier sein? Ich war das nicht, Dad! Das war der Neue! Du hast irgendwie die Fähigkeit, Hausarrest aufzuheben? Jeder, den du berührst, wird vom Hausarrest befreit? Deine böse Magie ist hier nicht willkommen, Finsterling! Oh Mann. Geil. Du hast Hausarrest. Mach ich das jetzt? Hau ich jetzt einfach? Butters, wenn nicht bald was passiert, kriegst du doppelt Hausarrest. Oh nein! Nicht bald was passiert, kriegst du doppelt. Ja, was soll ich denn jetzt? Ich verstehe es nicht, was soll ich jetzt am besten tun? Gerade dumm. Butters, das ist deine Schuld! Tut mir leid, Dad! Also ich überspringe dich mal dezent. Und du kriegst noch ein paar Mal eins aufs Maul. Kann ich zu viel schlagen? Hast du aufgehört damit? Ach, warum kann ich nur seitwärts schlagen? Dem krümmt sich ja der Kopf. So. Aktuell kann ich ihn bloß mit einer einzigen Attacke angreifen. Leider. Das werden deine Eltern erfahren. Oh. Bist du jetzt bereit, Anstand zu lernen? Jetzt gibt's Hausarrest. Oh, das tut mir echt voll leid, Leute. Schlag sie für den Kuhn, Furzkiste. Ja, wie kann ich denn euch befreien? War ganz andere Frage. Verstehe es gerade nicht. Der neue ist Hausarrest-resistent. Es ist wie ein Wunder, Leute.
Verdammt! Liebevolle Strenge tut dir gut, Butters. Euch gebe ich Hausarrest, euch allen! Professor Chaos, oh nein. Ob Freedom Pal oder Coon Friend, ich finde dich cool. Coon and Friend. Als Freedom Pal ist mir vielleicht doch lieber. Habe ich meine Fähigkeit getauscht? Ach so, boah, bin ich blöd. Das tut sogar. Ich habe eine neue Fähigkeit erlangt. Einfach Leute antatschen. Dankeschön. Wie blöd bin ich eigentlich? Du hast doch Hausarrest. Ich kann einen Flashmob herbeitweeten. Achtung. Ja, dann. Ja, gerade nichts. Ich habe mich gerade selber schlage. Ja, das bringt mir aber wenig, das bisschen da. Kannst du mal lieber den hier. Der ist gut. Call Girl ist kein Passwort zu komplex. Das macht mich nur noch wütender auf Butters. Was noch mal an Butters in Ruhe? Alles juckt mich heute nicht wenig, dass ich Hausarrest habe. Hä, zweimal schlagen ist aber nicht erlaubt. Hätten die das erlaubt? Warum darfst du zweimal zuschlagen, nicht bloß einmal? Sauerei. Oh ne, halt schon, das sogar zweimal. Achso, weil ich jetzt gerade. Das sogar. Ne, ich darf keine zweimal. Schade. Würde ich sagen, ich habe keine Fähigkeit halt. Ich habe aufgegeben. Ach Mann. Du kannst deinem Hausarrest nicht entkommen. Das sollte dir Manieren einbläuen. Jetzt gibt's Hausarrest. Tja, es wäre echt schön, euer Freund zu sein, Leute. Versau das nicht, Blödsack. So, ich ganz kurz mal. Keiner macht wirklich überall Hausarrest, deswegen. Ach, das bringt mir alles nichts. Ich hau mal einfach weg. Sowas passiert, wenn Kinder keine Disziplin lernen. Alle bereit für einen Flashmob? Ich bin's. Nicht unbedingt, aber ich hab eine Idee, was ich ganz gerne haben möchte von dir. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich den nächsten Schlag sonst so einfach überlebe. Es reicht, du hast Hausarrest! Verfickte Scheiße! Das ist meine saubere Prügelstrafe. Jetzt gibt's Hausarrest. Nein. Auf sie, Wunderarsch. Shit. Ich hör's eigentlich mit Einschlag hoch aus. Das war mir schon irgendwie klar, dass das nicht so ganz funktioniert. Muss. Was für eine schwarze Blutmagie ist denn das? Derweil in der Ruhmeshalle der allerbesten Freunde. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Wie oft ich das schon gesehen habe. So, halt. Wäre cool, wenn ich in der Zeit auch eine andere Fähigkeit einsetzen könnte als das Schlagen. Einfach von der Stelle weglaufen. Ich möchte lieber nicht wissen, wovon du dich ernährst, Neuer. So. Bringt das sowieso nicht, dass sie jetzt gleich wieder versteinert. Ach ja, so ein Smallzone, das bringt auch nicht was. Ich hätte es auch ohne euch geschafft, aber danke fürs Zuschauen. Verdammt, du hast lebenslang Hausarrest. Hab ich? Aber es fühlt sich gar nicht so an. Hey Leute, ich habe keinen Hausarrest. Ich bin hausarrestresistent. Nein! Kein Hausarrest mehr für niemand. Ich muss verschwinden, bevor mein Dad zu sich kommt. Kurz noch mal die Schade. Wollte ich ihn gerade in die Fresse furzen, dann ist er leider nicht mehr da. Ich komme auch nicht mehr nach oben. Zum Glück habe ich das Bild gefunden. Vaters, wenn dein Kumpel nicht sofort mit dem Furzen aufhört, geht's Hausarrest. Vaters, wenn dein Kumpel nicht sofort mit dem Furzen aufhört, geht's Hausarrest. Oh. Puh,
Wir müssen jetzt die Basis der Freedom Pals infiltrieren. Komm zur Schule der Freedom Pals für die Begabten und Talentierten. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Wir haben alles seine Zeit. So, ich könnte noch 2-3 Nebenmissionen erledigen. Ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Wir müssen uns ja auch noch mit dem vollen Namen vergessen, Wendy auf die Toilette treffen. Wir gehen mal schnell hin. So, ich muss noch ganz kurz irgendwo vorbeischauen. Und ja, war jetzt ganz wichtig, dass ich hier vorbeischaue. Ich finde es aber auch geil, dass hier ein Radio halt immer wieder die Musik, was halt eben in den Filmen abspielen, dass halt immer wieder hier drin ist im Game. Oh Mann. Du weißt, dass du hier nicht arbeitest, oder? Ja, chill mal, was soll ich mit der Leiter hier machen? Lotz? Deine Toilette? Ich bin Feuerstein angerufen. Lust auf einen neuen Look? Ein Kostüm wieder. Ja, hast du ein Angebot? Wir haben gerade neue gebrauchte Unterwäsche im Angebot. Neue gebrauchte Unterwäsche? Was jetzt, neu oder gebraucht? Neue gebrauchte Unterwäsche. Auf der Suche nach leicht gebrauchten Waren, Jungspund. Leicht gebraucht? Ui. Ja, das könnte man nehmen. Da solltest du nochmal waschen. Was? Ja, da habe ich was übersehen. Ich habe mein Geld schon weggeraced. Ich sollte vielleicht in Zukunft erst auf den Preis gucken. Hätte ich auch ganz gerne gehabt. Und danach Sachen kaufen. Ich könnte allerdings... Ich weiß gar nicht, ob ich das nicht benutze. Den kann ich verkaufen. Warte. Ich muss gerade nicht, was ich verkaufen will. Ja. Das ist alles nichts wert. Nice. Es ist halt einfach alles, außer das ist natürlich 50 wert. Was schon. Mal gucken, ob wir es ausrüsten können. Ob das überhaupt nützlich wäre für uns. Ja, ist es, leider. Aber nur für meine Punkte. Was? Cool. Ja, gut, mach mal. Komm. Gehen wir weiter. Wollen uns jetzt noch abziehen. So, ja, wir könnten ja auch mal wieder hier rennen. Wingman's Tacos. Noch eins. Gut, gemacht. Gut, dann los. Noch eins. Sehr gut, haben wir noch eins gemacht. Schade. Tacos. Hab heute neues Zeug. Kauf es, solange es heiß ist, dann kannst du es später kalt essen. Logik. Natürlich. Ja, auch nicht schlecht, aber. Ich sehe jetzt weich. Wow, das Ding ist ziemlich spielig. Das würde ich ganz gerne echt haben. Nimm einfach irgendwas, im Magen kommt sowieso alles zusammen. Ja, ich guck, dass wir das zusammen sparen. Nächste Folge, Leute. Ich weiß, wo ich dich finde, mein lieber Kollege. Komm so schnell wie möglich wieder. So, angekommen und ich laufe gegen den Posten und jetzt in die Damentoilette. Achso, in meiner, hier. Hey, wo bist du, Wunderarsch? Hä? Ups. Ich finde es falsch, dass Cisgender dasselbe Klo benutzen müssen. Das muss echt schlimm für dich sein. Naja, egal. Hör mal, ich habe ein Problem. Ich bin wie du, ein Außenseiter. Ich habe auch mitgekriegt, dass die Erwachsenen in unserer Stadt sich immer seltsamer benehmen, aber keiner hört auf mich. Ich habe dann mal die Instagram-Profile von allen verglichen, um irgendwelche Zusammenhänge zu finden. Und da ist es passiert. Jemand hat meinen Datenvolumenvertrag deaktiviert. Mein Handy ist tot. Egal wer das war, er muss dafür bezahlen. Ich stelle den Mobilfunkanbieter zur Rede. Ich kann das nur nicht alleine. Ich brauche dabei deine Hilfe. Nur du allein verstehst mich. Eieiei, ich habe sogar eine eigene Toilette hier. Okay. War ich total verwirrt. Ich hab eigentlich gedacht, sie hätte... Ja gut, egal.
Alter, war eine Katze. So, jetzt müssen wir zum Handyvertragsladen. Weißt du, warum haben wir uns nicht gleich dort getroffen? Wäre viel leichter gewesen. Ne, jetzt muss ich hier extra mal durch die Gegend dumpeln. Das Zeug mir jetzt holen. Noch ein ganzes Stückchen weiter. Oh, hey, Neuer! So. Okay, bist du bereit, das durchzuziehen? Ja, gehen wir rein. Wenn ich meine Mobilgeräte nicht nutzen kann, kann ich diese Stadt nicht retten. Finden wir heraus, was hier nicht stimmt. Willkommen bei D-Mobile, kann ich dir helfen? Krebsmenschen, Krebsmenschen, sehen aus wie Krebse, denn die Levy-Menschen. Ja, ich habe ziemliche Probleme mit meiner Internetverbindung. Namen und die Mobile-Nummer bitte! Namen und die Mobile-Nummer bitte! Moment mal, letzte Woche waren doch andere Leute hier. Genau, wir sind Krebsmenschen. Wir sind krasse Menschen, die hier gern arbeiten. Ich habe einen Vertrag mit bis zu 5 GB Datenvolumen im Monat für dich. Nein, ich will nur, dass mein Handy funktioniert. Du frecher Mensch! Wagst es, unseren Tarif zu schwächen? Ich wusste es. Die Telefongesellschaft wurde von Krabbenmenschen übernommen. Sie hat uns enttarnt. Kogel, Rettung! Komm, Wunderarsch, denen reißen wir die Asche auf. Shit, sie sind meine Schwäche. Oder? Habe ich Vampire gewählt. Schön, mit dir zusammen zu arbeiten. Was war nochmal meine Schwäche? Muss schnell was gucken. Lass mich gucken. Ich kann nicht gucken. Ich glaube, aber sie war meine Schwäche. Sie war meine Schwäche. Habe ich zumindest. Oh, einfach den da an. Wow, brauchst du eine Community-Managerin? Du kannst mich nicht töten, denn. Halt, stopp, wie kann sie das? Geht das? Kann ihr Handy doch aktuell gar nicht verwenden. Hat mich angespuckt. Die Sau. Oh, jetzt kann ich nicht mehr laufen. Ja gut, intelligent auf jeden Fall. Wunderarsch geht ab, Leute! Alle Menschen töten! Ach, wieso nicht? Greif an. Sonst mache ich das gleich nochmal. Name und die Nein. Achso, der ist schon tot. Nur dann. Tada, gewonnen. Ich möchte lieber nicht wissen, wovon du dich ernährst, Neuer. Name und die Mobile-Nummer bitte. Oh nein, der König! Mal bleiben wir mal lieber ein bisschen weiter weg von ihm. Wir müssen den Manager ausschalten, bevor sie uns überrennen. Du schaffst das, Wunderarsch. Ja, mach mal lieber du hin, ne? Ich kann ihn nicht so gut schlagen. Sobald das Internet aus der Mode ist, kannst du sicher wieder normal leben. Wir brauchen hier mehr Verkaufskräfte. Ne, shit, mal langsam von mir weg sein. Ja, super. Guter Schuss. Repariert mein Internet. Du. Hier ein echter Schocker. Erlegt. Ich muss Mr. Connor per D-Chat sagen, wir haben versagt. Sauer, Leute. Der hat sich in die Luft gehen lassen. Lol. DNA von Krebsmenschen. Oh, danke, Callgirl. Es war echt seltsam. Sie rochen wie Krebse und küssten wie Menschen. Sorg dafür, dass mein Handy wieder läuft. Ja klar, Callgirl. Du hast den Handyladen gerettet. Wieder einmal. Danke, aber ich habe das Gefühl, das ist noch nicht ausgestanden. Wenn's nach Krabben lief, ruf mich an. Ich kann sie looten. So ein Schleim.
Schleim looten. Scheiße. Ja gut, kriege ich jetzt was, irgendwas geschenkt? Nee, ihr seid einfach nur ultra teuer und das war's. Bitte, wollt ihr verarschen? Ach, mein kleiner Schisser. Kann man so viel Angst vor ein bisschen Gewitter haben? Auch der Hund, keine Ahnung. Ne? Kaufen wir alles, was wir wirklich nicht mehr brauchen. Schau gut aus, da kann man auch nicht was verkaufen. Ich will das eine noch haben, ganz gerne. Brauchen wir da auch einen gewissen Wert. Ne? Ich aber weiß nicht, dass wir immer wieder mal ein paar Sachen verkaufen können. Alter, jetzt haben wir Kohle. Oh. Ein bisschen Medizin und so weiter verkaufen, dann geht das schon wieder in der Tasche. Das ist halt das Schöne, wenn man viel lootet, Leute. Genau so. Da kann man sich ordentlich was kaufen. Alter. Ich würde sagen, wir dürften. Ja, genug dürfte ich jetzt. Ja, genug könnte man sagen. Ein paar Artefakte verkaufen. 60. 60. Bringt auch nichts. Zweite habe ich nur, weil cool. Das war's, was ich aktuell verkaufen könnte, möchte, wollte. Danke fürs Vorbeischauen. Ja, zu kaufen jetzt, gab's, wo diese Krebsverkäufer aus, ne? Weg sind, werde ich vielleicht endlich was Mitarbeiter des Monats. Was ist das da? Das habe ich schon. Ah, du Mitarbeiter des Monats. Ich bin gespannt. Genau, das kaufen ist ganz gewiss nicht. Ich habe ja schon ein Bild von euch. Danke fürs Vorbeischauen. Ah, das kann ich auch mittlerweile mit dem hier ein Bild testen machen. Testen wir den Upload-Speed von D-Mobile mit einem Selfie. Mein kleiner Schisser. Mit meinem unbegrenzten so. Datenvolumen. Klar mache ich ein Selfie mit meinem Befreier. Die Fotos. Diese Fotos. Ich weiß gar nicht mehr, brauche ich die überhaupt noch oder haben die wunderbar überhaupt Sinn, dass ich so viele Fotos mache? Salve, dir gefällt mein Video? Dann lass doch ganz einfach ein Abo und einen Daumen nach oben da. Würde mich riesig darüber freuen. Und was hast du gesagt? Du hast noch nicht genug von mir gesehen? Na dann, klick auf das rechte Video für eine Playlist oder auf das linke Video für ein auf dich spezialisiertes Video. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Yowie, Joey.